Oh ja, es ist echt toll, wenn alle zwei Schritte ein Pokémon kommt. Och nee, Schmattro. Was ich mal testen möchte, was ich mal ganz kurz testen möchte, wie sieht's aus mit Schaufler? Haut es das Ding weg? Haut es das Ding weg? Aber sowas von nö. Ach Mann, lass mich doch fliehen. Oh. Er kriegt gleich Rauchball statt Glücksei, damit wir wenigstens vor diesen Mistviechern fliehen können. Ich finde das furchtbar. Das hätte man nie einbauen müssen. Wirklich nicht. Das hätte man echt nicht einbauen müssen, dass es dieses Flucht gescheitert gibt. Vor allem bei einem Pokémon, was alle 10 Sekunden auftaucht. Nicht mal. 10 Sekunden wäre mal schön, wenn ich 10 Sekunden rumlaufen könnte. Aber das ist halt, das ist übelst nervig. Das habe ich noch nie gemocht. Du kannst da nicht fliehen. Aber ich möchte fliehen, weil ich Progress will. Nein. Dieses Pokémon möchte das aber nicht. Dieses Pokémon ist ein Klotz am Bein. So, das Wasser ist tiefblau und ich schipper mal rüber. Was gibt's? Ein Sonderbonbon. Cool. Das kann man immer gebrauchen. Das ist wie Flappy. So, Sedimentur. Das ist doch wenigstens mal was. Das ist doch wenigstens mal was. Da weiß ich wenigstens, dass das mit zwei Angriffen stirbt. Wenn ich das bei den anderen auch wissen würde, dann wäre es ja nicht so schlimm, aber... Ja, aber weiß ich nicht, wenn ich Knirsche einsetze, was dann dabei rauskommt. Und wir könnten es natürlich versuchen, aber es wäre ja... zu schade. Ich gehe mal ganz kurz raus. Achso, dann sind wir nur wieder hier. Okay. Gut. Case erhält Wasserjuwel. Ich wollte mal ganz kurz gucken, aber da hätte man auch... Da hätte ja auch Muhlwapp drin sein können, ne? Am Muhlwapp. Jeder weiß, was ein Muhlwapp ist. Oh, Wasser-Pokémon. Ja, die muss ich jetzt aber auch nicht unbedingt bekämpfen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Gut, Level 24, aber da gibt es sowieso nur 500 EXP und das ist nicht viel. Solange da immer steht, du bist entkommen, ist alles gut. Warum glaube ich, dass da oben irgendein Item liegt? Das sieht so komplett einsam da oben aus. Da muss doch irgendwas liegen, oder? Ich gucke gleich mal, ob ich einen super Schutz oder so anmachen kann, weil ich kenne ja die Pokémon hier. Ich hätte lieber gern ein paar Ast-Trainer, die man besiegen muss. Das wäre mir noch ganz lieb. Aber bis jetzt tauchen keine auf. Fast Level Up. Schön. Und weil ich es kann. Weil ich es kann. Erstmal ein super Trank. Warum denn nicht? Ist ja egal, wer es eigentlich bekommt. Du hast keine weiteren Exemplare von Sonderbonbons. Schade. Oh, diese alle 2 Meter ein Pokémon ist echt anstrengend. Das gab es, glaube ich, früher nicht. Ich habe das Gefühl, dass es im Blau nie so war, dass halt ein Pokémon Perma auftaucht. Und mit Perma meine ich schon, es taucht ja permanent auf. Liegt das wirklich daran, dass wir rennen? Hieß ja irgendwie, dass Pokémon durch Rennen angelockt werden. Sollte ich vielleicht nicht rennen und dann kommen weniger Pokémon? Aber ich renne halt immer. Ich renne halt immer. Ah, naja, gut.
Ach Gottchen. Ach Gottchen. Tüdelhü. Ich guck mal, warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich einen Schutz habe. Sind die da drinne? Oder sind die hier drinne? Nee, hier drinne würde keinen Sinn ergeben, oder? Nö. Ein Trainer. Mein Trainer. Nee, Knirscher wird da nicht viel viel Schaden machen. Oh, ich hasse das. Eisenschädel. Hm? Hart. Ernsthaft, harte Attacke. Schön. Oh, ich wünschte, unser Eisen-Pokémon könnte so eine tolle Eisenattacken. Und nicht nur Klickdiskus. Das wäre echt schön, wenn es das könnte. Aber nein. Wir haben uns ja für ihn entschieden, anstatt für andere coole. Ja, es kann ein bisschen Elektroattacken, das ist ja auch schon mal was. Ein Asttrainer wird, wie ich, hat seinen Stolz, ich werde nicht verlieren. Es hat halt auch was Schönes, dass es Elektroattacken kann, aber trotzdem. Bisbark, da habe ich mich einfach nur vom Aussehen leiten lassen und von dafür, dass es sich zweimal entwickelt. Da bin ich ganz ehrlich. Alter, Level 45 sind die Gegner hier, ey. Das war früher Pokémon-Liga-Welt. Ich weiß nicht, was Heimschmarotzer noch macht. Bin ich ganz ehrlich, ich hab's komplett vergessen. Ich hab's komplett vergessen, was Schmarotzer macht. Ich find's schon mal gut, dass wir Hochmut kriegen. Und 4.500. Oh, Alter, diese EXP. Carpandra. Weiterkämpfen? Achso, sagt das doch einer, dass das das ist. Nichtsdestotrotz würde ich doch gerne erstmal heilen. Ist ein Käfer-Pokémon. Meine Güte, Carpandra. Das haben wir ja sogar. Und ich kenne den Namen nicht. Aber gut, das heißt die ganze Zeit Bebop. Den können wir es ja auch nicht wissen. Süß, Quetschwalze. Tut auch noch weh. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass Unlich und Quetschwalze da extrem Schaden drauf machen. Habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Jetzt haben wir den Salat. Schade. Naja, es sind mal ein paar EXP, die verloren gegangen sind. Mein Gott. Na, das war jetzt unnötig, wa? Findest du nicht auch, Arschloch? Achso, vom Beulenhelm Schaden erlitten, tot. Schön. Oh, das hätte EXP gegeben ohne Ende. Oh Mann, ich ärgere mich ein bisschen doch jetzt. Aber wie viel? Ich konnte meinen Stolz nicht verteidigen. Das macht mich sehr wütend. Oh, armes Blümchen. Das Vergiften hätte jetzt aber nicht sein müssen. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Flappy hat schon 151 Angriffe, ey. Das ist so viel. Das finde ich schon ein bisschen geil. Finde ich schon ein bisschen geil, muss ich sagen, dass Flappy so einen hohen Angriff hat. Können wir rechts runter? Muss gucken. Weil wir wollen ja da unten zu dem Pokémon-Ball. Ich mag Bebop genauso wie Flappy. Ich mag sie beide.
Verhöhner. Es hat sich sowas von gar nicht gelohnt. Das war jetzt, dass wir dadurch Verhöhner bekommen haben, war jetzt bitter. Was zum Teufel ist denn das da? Hat das da unten einen Schniepel? Furnifraß. Das hat doch da unten einen Schniepel. Das hat zwei Schniepel. Es ist der berühmte Zweischniepler. Ich hau ab, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er mit seinen zwei Schniepeln will, aber ich bin weg. Er sieht aus wie ein Ameisenbär. Ein Feuerameisenbär. Mit seinen Schniepeln da. Schniepeln und zwei Schniepel und ein Riesenloch hinten da. Das sind die richtigen Pokémon. Hey, level up. Bebop versucht Sandsturm zu erlernen, aber brauchen wir nicht. Bekannte Attacken behalten. Sandsturm nicht erlernen. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Sandsturm ist jetzt nicht so unbedingt das, was wir brauchen. Da taucht ja erstmal ein Schniepelmon auf, ey. Gibt's ja gar nicht. Willst du eigentlich kämpfen, Bro? Ohne mich, das ist mir viel zu gefährlich. Da muss ich leider passen. Können wir ihn schubsen? Töten? Okay. Ich guck nochmal in das andere Türchen. Okay, dann gehe ich mal erstmal hier lang. Okay, der da oben hat eindeutig Karate-Pokémon. Oh, ich würde echt gern Flappy dagegen einsetzen, aber dann müsste ich die Dinger tauschen. Ach komm, machen wir einfach. Tauschen wir einmal ganz kurz. Ich weiß, es ist komplett unnötig. Es ist komplett doof und so, aber das da oben hat halt, der sieht aus, als ob er Kampf-Pokémon hat und ich weiß, hasst mich bitte nicht, ja. Item. Geben. Glücksei. Ich weiß, hasst mich nicht. Wir müssen aber volle EXP aus allen rausquetschen. Komm mal her, mein Kumpel. Erst verlaufe ich mich hier und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Was kann, wenn das mal kein Kampf wert ist? Hey. Hi. Hirokex. So viel zum Thema, der hat. Naja. Ist das nicht auch Kampf? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe alles vergessen. Tschüss. Tschüss. Es ist auch Kampf. Okay. Musste ich doch. Habe ich doch gesagt. 3000. Oh. Meistergriff. Weiterkämpfen. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Das ist doch die Entwicklung von den... Okay, ich hau ab. Tschüss. Das ist doch die Entwicklung von den kleinen Kopftyp da. Okay. Der sieht voll übel aus. Wollte ich damals auch haben. Ist aber leider ein Tausch-Pokémon. Der müsste jetzt richtig EXP geben, oder? Alter, 4000 wieder. Ich liebe das. Ich liebe das einfach so sehr. 154 Angriff schon. Linfu! Weiterkämpfen. Wir machen auch gleich erstmal die Aufnahmepause. Ist bald eine Stunde um und dann ist schon wieder Highlife. Tschüss, Linfu. Klingt lustig, Linfu. Was hast du gemacht? Turmkick? Hast du zufällig nochmal so einen Meistergriff? Das wäre echt schön. Ach schade, du hast nicht keinen. Uff, das habe ich davon, wenn man sich verläuft. Verlaufen hat, sollte man nicht kämpfen, wenn man sich verläuft hat. Ich habe mich verläuft. Ach komm, warum nicht? Ja, können wir hier mit Flappy erstmal durch. Das sind aber alles jetzt nicht die Pokémon, die Flappy hier jetzt, ne? Haben kann.
Ein Arzt, cool. Ich bin ein Doktor. Wenn man mir Pokémon bringt, die ärztliche Hilfe benötigen, nehme ich mich ihrer natürlich gerne an. Nun zeig mir erstmal dein Team. Ein Arzt. Schön. Gab es damals auf den ersten Siegesstraßen nicht. Da musstest du immer so mitnehmen. Hypno-Norsbar. Süß. Das kann Flappy auch ganz gut erledigen. Schnüffler. Ein Glücksei erschnüffelt. Alter, hast du gerade an meinen Eiern geschnüffelt? Was ist denn los mit dir? Da beiß ich dich. Matrifol. Ich habe keine Ahnung. Die Entwicklung von dem? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Nö, das ist das Ding. Da lang Pflücker. So ein Käfer-Pokémon, also ist nicht so schlimm. Käferpflanzen-Ding. Die andere Auswahl zu Pete. Ah, oh, 3800. Angriff plus 4. Alter, Finne, Flappy, übertreib nicht. Deine Stärke ist unermesslich. Ich bin sehr beeindruckt. Alter, übertreib echt nicht, Flappy. Ich werde dein Pokémon-Team schon krass heilen, Alter. Krass konkret, krall, krass, ey. Mein Ziel ist es, der beste Doktor der Welt zu werden. Ja, bestimmt nicht, wenn du Pokémon heilst, Pfeife. Jetzt frage ich mich natürlich, ist es der richtige Weg hier, ne? Weil wir können ja bestimmt nochmal runterrutschen, oder? Wenn wir jetzt hier rutschen... Und hier reingehen... Achso, dann sind wir hier. Ah, okay, okay, okay. Calcium. Gut für den Knochenaufbau. Okay, hier können wir aber nirgendwo rutschen, aber wir können hier links rüber und hier können wir dann rutschen. Und dann bin ich gleich komplett am Anfang. Nein, doch nicht. Ein Hyperball. Jede Items mitnehmen, ganz wichtig. Du weißt ja nie, was das sein könnte. Es könnte ein geiles TM sein, es könnte wieder Calcium oder sonst irgendwie sowas sein. Schnauzevogel. Das ist Calcium, meine ich nochmal. Erhöht den Spezialangriff, na klar. So, einfach mal reinhauen bei Oddi. Und wir sind voll am Anfang gelandet. Oh, leck mich fett. Wir sind echt am Anfang. Oh, leck mich fett. Oh, leck mich fett. Oh, leck mich fett. Wir sind echt am Anfang. Nur wegen den einen Item. Wegen einem Hyperball. Oh, leck mich fett. Wegen einem Hyperball. Wegen einem Hyperball. Ich würde gerne Knirscher einsetzen, weil ich weiß, dass es Sedimentur tothaut, aber leider hat er ja immer dieses hartnäckig Überleben und dann überlebt er mit einem, dann macht er eng eine Steinattacke und dann hat unser Pokémon wieder Probleme und dann ist auch scheiße deswegen. Nein, interessiert mich nicht. Sorry, interessiert mich nicht. Es sind meistens nur Juwelen und diese Juwelen sind nur, ja, er verstärkt einmal den Angriff, aber brauchen wir halt auch nicht. Deswegen nein, danke. Ich spiele dieses komische Pokémon. Funkenflug, brenne. Nein, brenne nicht. Das ist eine doofe Aussage von mir. Aber 1500 für ein machen wir das gerne. Ja, ist gut. Sind sehr, sehr wertvoll. So, ich gehe jetzt nochmal. Na, zum Arzt möchte ich eigentlich jetzt nicht. Eigentlich möchte ich jetzt den anderen Weg gehen. Weil wenn wir jetzt wieder zum Arzt gehen, dann gehen wir ja schon wieder falsch. Wir brauchen gerade keinen Arzt. Und warum gibt es in diesen Gewässern immer nur Barschufts? Das ist ein bisschen öde. Muss ich sagen, das ist ein wenig öde. So.
da unten raus, in das andere rein, speichern und Feierabend. Zumindest für heute. Okay, es ist schon 19.40 Uhr und das heißt, es ist spät. Glaube ich, ja, nein, ja, doch. Das war die Tür, wo ich rein musste, ne? Ja. Genau, dann weiß ich jetzt Bescheid, dass ich hier hin muss. Jetzt aber Bescheid weiß die Pfeife. Dann speichere ich auf Slot 1 und verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Rest der Siegestraße machen, noch ein bisschen unsere Pokémon trainieren, die jetzt schon bald Level alle 50 sind, was schon echt krass ist. 50, 50, kurz vor 50, kurz vor 50, ist schon geil. Ist schon wirklich cool. Ich bin echt gespannt, was sie noch für tolle Techniken lernen. Ich hoffe, dass sie noch ein paar tolle Techniken lernen. Besonders unser Rädchen hätte gerne vielleicht noch ein bisschen so Blitzkanone oder sowas, was richtig reinzimmert. Oder eine coole Metallattacke, aber naja. Wir werden es herausfinden, wir werden es sehen. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.